In meiner letzten Instagram-Story habe ich euch ja gefragt, was man Schönes in Ostfriesland machen kann. Und da war unter anderem auch der Otto-Lege-Pfad auf Hues dabei. Da ich da vor kurzem auch erst war, erzähle ich euch ganz kurz, warum dieser Otto-Lege einen eigenen Pfad hat. Der Lehrer und Naturkundler der Insel Hues besuchte 1888 die benachbarte Vogelinsel Memmert das allererste Mal. Er war total schockiert, denn zu dieser Zeit war es ganz normal, die Vögel zu jagen oder auch die Eier zu klauen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es dementsprechend dort aussah. Dass die Insel heute unter Naturschutz steht und nicht mehr betreten werden darf, haben wir Otto zu verdanken, der sich 1907 dafür einsetzte, dass Memmert zur Vogelkolonie erklärt wird.